Hey Leute, was geht? Heute zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr CurseWatch installieren könnt. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Für mehr. Um CurseWatch installieren zu können, müsst ihr erstmal auf diese Seite gehen, die ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und dann müsst ihr hier einfach auf Download klicken, falls ihr ein Windows-PC habt. Falls ihr ein Apple-System oder ein Linux-System habt, klickt dann einfach auf More Download Options. Ich mache das Ganze jetzt zu Windows, also klickt dann hier auf Download. Jetzt wird sich der CurseWatch Installer herunterladen. Den müsst ihr jetzt einmal ausfüllen, indem wir auf ihn draufklicken. Jetzt müssen wir hier auf Ja klicken. CurseWatch wird sich jetzt automatisch installieren und sobald es sich installiert hat, wird eine Seite im Internet aufploppen, wo steht, dass CurseWatch sich erfolgreich installiert hat. Jetzt müssen wir CurseWatch nur noch starten. Dazu können wir ganz normal in die Windows-Suchleiste gehen und CurseWatch eingeben. Bei euch wird jetzt noch ein Tutorial kommen, das müsst ihr euch aber nicht anschauen. Könnt dann einfach auf Skip klicken. Wenn ihr dann hier seid, benutzt einfach Minecraft als das Spiel, was ihr benutzen wollt. Klickt dann hier drauf und jetzt seid ihr im Hauptscreen von CurseWatch angekommen. Hier könnt ihr euch dann Profile erstellen, wo ihr einzelne Mods installieren wollt. Und wenn ihr dann hier geht, könnt ihr ganze Modpacks herunterladen. Ich zeige euch das Ganze jetzt ganz kurz, wie man ein Profil erstellt. Geht dazu hier oben drauf. Benennt euer Profil, wählt eure Version und euren Game-Type. In den meisten Fällen reicht Forge. Manchmal braucht ihr für besondere Mods Fabric. Und klickt dann einfach nur noch hier auf Create. Sobald sich das Profil dann heruntergeladen hat, klickt einfach hier drauf. Und wenn ihr dann hier auf die drei Punkte klickt und auf Open Folder klickt, könnt ihr noch Mods von anderen Seiten installieren. Falls ihr ein generelles Tutorial haben wollt, wie ihr Mods installiert, habe ich euch das Ganze jetzt oben rechts in der Infobox verlinkt. Klickt dann einfach hier auf Add More Content und hier könnt ihr euch jede mögliche Mod installieren. Ich installiere jetzt einfach nur zur Demonstration Mouse Tweaks. Hier könnt ihr sogar noch nach Mods und Resource Packs suchen. Sobald ihr dann eine Mod installiert habt, wird sie dann hier angezeigt und jetzt könnt ihr hier ganz normal auf Play klicken. Jetzt wird sich der Minecraft Launcher starten und hier könnt ihr dann euer Minecraft mit Mods starten. Wie ihr seht, ist es nicht schwer, CurseWatch zu installieren und einzurichten. Habt ihr noch Fragen oder hat es bei euch nicht funktioniert, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Leute, das ist mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.